Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil Vollmond von morgen, 22.08.2021. Sonne, Vakuum gerade im Löwen, Mond, Vakuum gerade im Wassermann. Hier sehr geistige Stellung, warum Wassermann und drittes Haus, Zwillingehaus. Und hier ebenfalls die Sonne, sehr idealistische Stellung, Schützestellung. Es geht hier um höheres Wissen. Es kann natürlich auch sein, ja, es kann natürlich auch sein, dass hier gewisse, ja, Manipulation und Machtspiele halt eben auf einer breiten öffentlichen Ebene enthüllt werden. Kann durchaus auch damit zusammenhängen. Natürlich kann es sich auch auf Wirtschaft, Handel und Industrie beziehen, weil achtes Haus, wir verfolgen ja den Untergang, den Niedergang der Wirtschaft seit längerer Zeit. Und wenn wir hier schauen, der Herrscher des dritten Hauses, Spitze drittes Haus im Wassermann, Uranus befindet sich im sechsten Haus, im Haus der Krankheiten. Das heißt, es geht der Wirtschaft nicht gut und wir haben hier eine doppelte Verkettung von Finanz und Wirtschaft. Das heißt, Jupiter als Herrscher des zweiten Hauses, Spitze 2 im Schützen, befindet sich rückläufig im dritten Haus in Konjunktion mit dem Nebenherrscher des achten Hauses, Untergang, Niedergang. Also das heißt, die Finanzen werden hier offensichtlich ausgehungert für Wirtschaft und Industrie. Und gleichzeitig sehen wir den Saturn als Herrscher des, also als eingeschlossener Herrscher des zweiten Hauses, ebenfalls im dritten Haus. Also das heißt, auch hier Verknappung, Verengung. Das heißt, aus dieser Geschichte erkenne ich schon einmal, dass eine Art Nebenthema dieses Horoskopes wieder der Niedergang der Wirtschaft ist. Das ist nur so am Rande, nebenbei läuft das hierher. Ich weiß, das ist nur ein 14-Tages-Horoskop, aber weil dieses Thema so oft angeschnitten wurde, ist es einfach nichts anderes als Kontinuität. Gleichzeitig haben wir den Herrscher des fünften Hauses, Spitze 5 im Widder, den Herrscher des ersten Hauses, den Geburtsregenten, und den Herrscher des zwölften Hauses, Mars, genau am MC. Also das heißt, hier haben wir eine versteckte Kernbotschaft, die uns auf das 10. Haus, auf die Staatsipaten, auf die Junta, auf das Regime hinweisen möchte. Und zwar, worum geht es hier? Es geht hier um das 12. Haus, die Lüge. Es geht hier um das Wachstum im Land, um sozusagen den Lebensstandard, das gewohnte alte Leben, sozusagen die Normalität des Lebens, ja, dass das eben hier auf großer Lüge aufbaut, die im Zusammenhang mit den Staatsipaten stehen. Und schauen wir mal, weil die Staatsipaten sind ja der Merkur auf 18 Grad 19 in der Jungfrau, wenn ich mich richtig, ja, 18, 19. Und der Mars ist auf rund 15 Grad, geht sich mit 3 Grad Konjunktion, ein bisschen mehr, sagen wir 3,5 Grad Konjunktion, wunderbar aus. Also das heißt, wir wissen, auch das ist Kontinuität. 10. Haus, Herrscher von 10 und Herrscher von 12 haben immer wieder eine enge Verkettung zueinander gehabt, weil das ist quasi eine, für mich eine untrennbare Einheit, das Regime und die Lüge, die kann man voneinander fast nicht trennen. Auffällig ist, dass sowohl das 10. Haus als auch das dritte Haus stark besetzt sind. Drittes Haus ist meines Erachtens stark negativ besetzt wegen der Acht-Haus-Herrschergeschichte und wegen der Rückläufigkeit Jupiters und wegen der Rückläufigkeit Saturns. Ja. Also das ist alles hier sehr schlecht. Und habe ich vergessen zu erwähnen, dass der Herrscher von 3, der Uranus, auch rückläufig ist. Aber hier das 10. Haus viel stärker besetzt, ja, mit Mars, mit Merkur und mit Venus. Die Venus schauen wir uns gleich an. Wir schauen aber noch zuvor den Merkur an, denn der Merkur ist ja auch noch der Herrscher des 8. Hauses und das bedeutet immer zweierlei. Entweder handelt es sich um große Machtausübung oder um Untergang, Niedergang. Ja? Und in diesem Fall muss ich leider, es tut mir leid, ja, wenn ich das vermuten muss, dass in dem Fall Merkur eher für die Macht der Worte steht, denn sozusagen für den Niedergang der Staatsipaten. Wir würden es uns wünschen, aber derzeit ist es eben hier eine
Machtausübung in den nächsten 14 Tagen durch die Staatsseparten. Das würde dann bis in die erste Septemberwoche hineingehen. Stimmt, ich habe für Mitte August in Zusammenhang mit der Bundesstaatsepatenjunta eine Veränderung vorhergesehen, vorausgesagt. Das war vom 20.03.2021, das Neujahrshoroskop. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, Spitze viertes Haus war in der Jungfrau und der Herrscher des vierten Hauses war exakt an der Spitze des zehnten Hauses. Und ich bin davon ausgegangen, dass sozusagen die Bevölkerung übernimmt. Stellt sich aber offensichtlich als Fehlinterpretation heraus, tut mir leid, habe ich eben im jugendlichen Eifer sozusagen die Bevölkerung an der Spitze gesehen, aber dem ist nicht so. Und auch hier sehen wir, dass im Moment Herrscher, also Herrscher des Aszendenten Skorpiones am MC bedeutet, dass hier große Nervosität auch unter den Staatsepaten herrscht. Weiter zum vierten Teil. Ende.